Fasten ist scheiße. Das ist wirklich einmal komplett gar nichts für mich. Das macht keinen Spaß. Miss Milka hungert aus, was fatale Auswirkungen hat auf ihre komplette Umgebung, weil ich bin sowas von scheiße gelaunt die ganze Zeit. Boah. Oh, es gibt Leute, die sagen, das sei auch eine Entgiftungserscheinung. Ich glaube, das ist eine von den unangenehmeren, zumindest für die Umgebung. Ich weiß wirklich nicht, wie das Leute hinbekommen, so lange, monatelang zu fasten und das auch in regelmäßigen Abständen zu machen. Vielleicht ist es so ähnlich wie ein Marathon. Wenn man ihn einmal gelaufen hat, ist oder zweimal oder dreimal, findet man den schon gar nicht mehr so schlimm. Die Distanz hat so ihren Schrecken verloren. Die Distanz von 3 Tagen war für mich eindeutig zu lang. Der erste Tag, der ging noch, war okay. Der zweite Tag, der fing schon mit diesem super ekelhaften Green Juice und dem mega bitteren und prominenten Grapefruit-Geschmack in dem Frühstücksjuice an. Und ich habe dann einen fatalen Fehler begangen. Und zwar habe ich den Tag über, also statt die Portion dreimal zu trinken, habe ich nur 2 Portionen gemacht und habe auch nur diese 2 Portionen gegessen, was dann die Folge hatte, dass ich einfach nachts so einen Hunger hatte. Boah, ey, ich habe die ganze Nacht kaum geschlafen. Und bin dann irgendwann auch echt aufgestanden und habe mir Datteln reingeknallt. Nix sonst, ne? Also nichts Böses, immer noch roh, alles cool. Aber Riesenportion Datteln und eine Banane. Okay. Also somit Fasten-Fail Punkt 1. Bin ich die Beste. Aber immerhin habe ich 2 Tage durchgehalten. Also, wenn man dann bis 24 Uhr zählt, ja, 2 Tage durchgehalten. Aber sonst, ich glaube, ich habe es nicht überlebt. Scheiße. Ich bin wirklich auch so ein bisschen enttäuscht von mir selber. Aber ist okay, ist okay. Es ist, ich meine, hey, es ist nicht die Welt, es ist nicht das Leben, es ist nur so ein bescheuerte, selbst auferlegte, dumme Idee, die ich mal wieder hatte. Es ist nicht so wild. Okay. Heute Morgen habe ich mir den Saft dann trotzdem aber wieder gemacht und trotzdem kann ich aber nicht sagen, dass ich glaube, dass ich das durchhalte bis heute Abend. Ich habe keine Ahnung, aber ich gucke mir schon die ganze Zeit die ganzen leckeren Rezepte an, die ich machen könnte. Alle roh natürlich, aber ich habe keinen Bock mehr. Es macht keinen Spaß. Es ist so. Der Saft von heute ist wenigstens besser. Der schmeckt immerhin noch. Aber ey, was würde ich geben, um in so einen blöden Apfel zu beißen? Oder ja, nochmal in so eine Dattel oder sonst irgendetwas. Was würde ich drum geben? Ich habe einiges. Wirklich einiges. Und ich habe so viel zu tun und ich bin die ganze Zeit so unkonzentriert und denke nur, wann ist der Scheiß endlich vorbei? Wie können das Leute durchstehen? Ich frage mich wirklich, wie stehen das die Leute durch? Was haben die im Kopf, was ich nicht habe? Ich meine, ich habe so eine hohe Stirn, da muss aber drin sein. Mann. Naja, let's go on. Ja, wir sind drüber hinweg, es wird weitergehen. Meinen Frühstückssaft habe ich bald durch. Und dann mal sehen. Eine Sache verstehe ich allerdings. Ich weiß, warum diese ganzen komischen Victoria's Secrets Models wahrscheinlich irgendwie davor immer nur Saft fasten. Weil der Bauch, der zieht sich einfach nach innen. Der ist dann nicht mehr existent. Aber trotzdem weiß ich jetzt auch, warum ich niemals Victoria's Secrets Model werde und werden möchte. Obwohl für die Kohle. Ja, schon ein paar Euro, ne? Geld ist nicht alles.